Guten Morgen. Guten Morgen, Freunde, zu einer neuen Reise. Ich will nicht schlafen, ich will nicht abbauen. Zu einer unerwarteten Reise. So. Dann machen wir mal weiter. Ich glaube, wir gehen in diese Richtung ein bisschen. Da, wo die Sonne aufgeht. Ich glaube, das können wir ganz gut gefallen. Ist es nicht schön? Ich glaube, das könnte ich nur 100 Mal sagen. Ja, ich bin mal gespannt, wie das Ganze bei euch ankommt. Es ist ja so ein kleines, ein bisschen für mich, ne? Dass ich ein bisschen rauskomme aus dem Alltag, auch mal ein bisschen Entspannung finde und einfach so ein bisschen vor mich hin daddel und ich drücke halt zwischendurch den Aufnahme-Button. Aber ansonsten ist es eigentlich so ein bisschen für mich. Ich nehme das Ganze schon ein Stück auf. Bin jetzt, glaube ich, ja, ich glaube eine gute halbe Stunde jetzt hier drin. Und mal gucken, wie lang die Aufnahmesession sein wird. Ich nehme einfach mal ein bisschen am Stück auf, ne? Ich kann ja jetzt nicht den PC ausschalten und morgen wieder hinsitzen. Nur damit ich die Reaktion von euch abwarte. Nee. Also es hat mich jetzt schon mal abgeholt. So. Aufpassen, dass wir nicht runterfallen. Autsch. Aber es geht noch. Wir haben ja noch den Easy Mode drin, ne? Und der wird dann auch so nach und nach zugeschaltet. Wir wollen ja erstmal reinkommen, das Ganze. Was ist denn das hier? Das ist aber nicht Schnee, oder? Doch, tatsächlich. Das müsste sogar ein Schneebiom hier sein. Oh. Oh, oh. Uiuiuiui. Wir haben ein Problem, Houston. Ich erfriere hier. Uiuiuiui. Da hatten wir nochmal Glück. Das hätte auch ins Auge gehen können. Okay, wir haben was gelernt wieder. Ich bin einfach zu heiß für den Schnee. Da gehen wir direkt unter. Herrlich. Ich würde vorschlagen, wir gehen Richtung Meer, Fluss. Und der nächste, wo uns zusagt, würde ich sagen, fangen wir auch direkt an, mal eine kleine Hütte zu bauen. Guck mal da vorne hin, das sieht ja schon mal gut aus. Ui. Uiuiuiui, was ist denn das hier? Sind da ein paar gefährliche Jungs drin? Habe ich schon das Ende entdeckt von Minecraft? Ich höre ein Schweinchen. Sind da böse Jungs drin? Ich weiß es nicht. Wollen wir da mal reingucken? Oder kriege ich da gleich auf die Fresse? Schlägt da jemand Alarm? Gibt's hier auch irgendwo einen Eingang? Hallo? Ist hier jemand zu Hause? Vorne steht doch jemand, oder? Da. Seht ihr den? Hallo? Ich gucke mir das lieber erstmal von außen an, in aller Ruhe. Ich möchte mich eigentlich hier nicht mit irgendjemand anlegen. Und nach der dritten Folge jetzt direkt hier wieder neu starten zu müssen. Vorne ist der Eingang. Der rote Teppich wurde für mich schon ausgelegt. Dann gucken wir mal. Ding dong. Klopf, klopf.
Ist hier jemand zu Hause? Ist das eine Tür oder was ist denn das? Kann ich zumindest mal nicht öffnen. Ich will jetzt hier nichts abreißen, ne? Wisst ihr? Hier ist es dunkel hier. Es ist echt schade, dass ich hier nicht irgendwie ein bisschen Licht machen kann. Ja, ich will die wieder haben. Ich habe sie euch nur ausgeliehen. Was haben wir hier so? Ich weiß nicht, was das ist. Könnt ihr mir ja mal gerne in die Kommentare schreiben, ob ich hier an irgendwas Gutem vorbeigelaufen bin. Ich bin aber auch ehrlich gesagt so ein bisschen nervös, dass hier irgendwo, ich hatte da mal beim Kronk gesehen, diese Schweinel. Ist da noch? Aber die waren doch dann im... Na, wie hat denn das geheißen? Es ist aber auch dunkel hier, Freunde. Hallo? Guck mal, hier jetzt sogar noch ein Bettchen. Aber brauchen wir nicht. Haben wir mittlerweile? Ui. Das muss wohl der Sparbereich sein. Ja, der Schwabe sagt Spar, weil es geht immer ums Sparen. Ah, guck mal, da sehen wir schon mal, was alles so ein bisschen möglich ist, ne? Mit diesem Pack. Ich würde fast sagen, ein Satz mit X, oder? Ich sehe jetzt hier nichts Weltbewegendes. Wo ich sage, jo, das brauche ich jetzt unbedingt. Irgendeine Kiste oder so. Ich glaube, das ist die Bude von Stevie Wonder. Eine riesige Villa, aber ist halt... Niemand da. Gott, ich hoffe bloß, da kommt jetzt keiner gleich um die Ecke. Dann kacke ich mir in die Hose. Na gut. Wo war denn hier der Ausgang nochmal, Freunde? Ich glaube hier, ne? Die Treppe runter. Hätte ich gern wieder, du gehörst mir. Dann gehen wir mal weiter. Danke. Das leihe ich mir aus. Ihr habt genügend drin. Ich möchte jetzt na klar nicht hier in der Nähe irgendwie bauen. Erstens, weil es so das Bild ein bisschen verschandelt, muss ich ehrlich gestehen. Und ich halt echt Bedenken habe, weil ich jetzt aktuell nicht weiß, was es für eine Bude sein könnte. Wenn ich dann plötzlich irgendwie hier Zombies etc. scharf schalte, dass hier das Sammelpunkt von den Kollegen ist. Können wir da runter? Ja. Sollte man jetzt nicht unbedingt riskieren, oder? Einfach mal in die Richtung. Ja, seht ihr, das ist einfach so ein riesiger Block. Ich glaube, das wäre nicht schön. Die Sonne geht schon wieder unter. Ich habe das Gefühl, wir haben wieder nichts gemacht. Kein Wunder. Hat Gronk 1000 Folgen aufgenommen.
In 15 Minuten ist hier einfach nicht viel getan, ne? So, jetzt muss ich wieder aufpassen. Bei mir ist es wieder ein bisschen dunkler. Dann stellen wir unser Bettchen auf und gehen einfach wieder direkt schlafen. Und hoffen auf einen neuen Tag. Ja. Sind wir wieder. Können wir wieder durchstarten. Ich möchte auf jeden Fall raus aus dem Wald so ein bisschen. Weil ich es eigentlich schon dann ganz cool finden würde. Wenn wir so ein bisschen eine freie Sicht auf unsere Bude haben. Und da müssen wir uns mit den ganzen Rezepten noch auseinandersetzen. Na, ich glaube, ich kann mich mit mehr Recht als schlecht über Wasser halten. Was das Essen etc. angeht. Aber wenn es dann irgendwann mal ins Detail gehen sollte, und ich weiß noch gar nicht, in welche Richtung wir hier gehen mit dem Let's Play, dann werde ich wohl nicht drum rumkommen, hier an meinem rechten Bildschirm alles Mögliche zu öffnen, ne, zum Spiegeln. Nach welchen Kriterien sucht ihr denn immer euer Plätzchen raus? Ich muss gerade echt sagen, ich bin so ein bisschen ratlos. Ich glaube, das ist so ein typisches Thema, was Minecraft auf jeden Fall so mit sich bringt. Man muss irgendwie vorbeilaufen und sagen, jo, genau. Genau das ist es jetzt. So und nicht anders. Ich habe mich so verliebt. Ne? Irgendwie so in die Art. Ich glaube, man kann sich da nicht selber irgendwelche Kriterien aufstellen. Das und das muss da sein. Sondern das muss man so ein bisschen fühlen. Ah, wir kommen hier wieder in das Schneebiom. Hier oben haben wir halt eine fantastische Aussicht, ne? Ich glaube, das macht sogar Sinn, dass ich jetzt so die ersten Folgen so ein bisschen sozusagen für mich aufnehme, na, wo ich mir hier in aller Ruhe mein Plätzchen auf dieser Erde sozusagen suchen kann, ohne irgendwie über die Kommentare Druck zu kriegen. Wisst ihr, wie ich meine? Na, ach, hast du jetzt immer noch keinen Platz gefunden? Wie viele Folgen willst du denn noch aufnehmen, bis du mal einen Platz gefunden hast? Wisst ihr, wie ich meine? So kann ich jetzt erstmal ohne Druck mir ein schönes Plätzchen raussuchen, das was mir gefällt, ohne hier irgendwie in Stress zu verfallen. Ist das hier nur eine Felsformation oder nochmal ein neues Biom? Ich muss ja ehrlich gestehen, ich habe ja am meisten Angst davor, wenn wir unsere Base bauen und ich dann mal irgendwie auf Erkundungstour gehe und nicht mehr zurückfinde. Habt ihr da vielleicht eine Idee? Ich höre ja Lava. Eine Idee oder wie macht ihr das, damit ihr das Ganze wieder findet? Und jetzt geht es natürlich darum, ich weiß, ich könnte mit F3 die Koordinaten raussuchen, das ist mir klar. Und mir die dann notieren und da wieder irgendwo hin und bla bla blub. Nee, so war das natürlich nicht gemeint, sondern so richtig ein bisschen Survival-Art, ne? Gibt es hier irgendwie einen Kompass oder sowas, woran ich mich orientieren kann?
Wie gesagt, das letzte Mal, wo ich gespielt habe, ist 6 Jahre her. Und es war auch nur Kurzzeit, weil leider uns unser Community-Projekt kaputt gemacht hat. Es ist schön hier. Das würde mir schon mal zusagen. Das große, weite Meer. Ich hätte aber doch lieber so ein... Es kickt mich noch nicht. Mir wäre lieber so ein Fluss... So ein Flussarm wäre mir recht. Hinter dieser Wand, glaubt's mir, da ist unsere neue Heimat. Hinter dieser Formation... Ab die Treppen nach oben, zeigt mir unsere neue Welt, unser neues Zuhause. Hopp. Ach, er lässt mich nicht rüber, ne? Er will nicht, dass wir in unsere neue Welt kommen. Ja, das sieht doch schon mal schön aus. Und hopp, lass uns mal da hingehen. Na, vielleicht so ein bisschen Bäume im Rücken. Hier draußen ist so ein kleines freies Feld, wo wir unser Haus vielleicht aufstellen könnten. Hier hätten wir auch den Fluss. Ich könnte mir das echt gut vorstellen. Na, irgendwo hier unser Häuschen. Ich glaube, wir sind angekommen, Freunde. Oh ja. Ja, jetzt sind wir angekommen. Jetzt hat's Boom gemacht. Sowas habe ich gesucht. Na, so ein kleiner, bevor es rausgeht ins Meer. Schön. Ja, heute sind wir so ein bisschen drüber, aber ich glaube, unsere erste unerwartete Reise hat sein Ende gefunden. Ich glaube, wir sind in unserer Heimat angekommen. Ich glaube, das hier wird unser neuer Standort. Ich hoffe, ihr bleibt dabei. Ich hoffe, ich kann auf eure Unterstützung wie immer zählen und es hat euch Spaß gemacht. In dem Sinn sehen wir uns beim nächsten Video wieder hier aus Minecraft. Macht's gut, bis dann, euer Yogi. Ciao.